Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal MV Live und heute sind wir in Bielefeld, BMW-Treffen. Hier ist es nochmal, ich vertue mich immer, Lenkwerk. Ja, wir sind im Lenkwerk und hier ist totales BMW-Treffen jedes Jahr von Becker Thiemann, Autohaus. Liebe Grüße gehen nochmal raus. André ist der Moderator, Tobi auch und ja, seid gespannt. Wir nehmen euch einfach mal mit, wir gehen mal so mit dem Platz rum und zeigen euch die Autos und ja, schauen einfach mal, wie es heute ist. Also Wetter ist Bombe, ich habe schon sehr geile Autos gesehen, Soundproben natürlich auch und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt seid ihr schon den ersten BMW da. Und ich sag mal, viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Hier ist quasi der Eingang zum Lenkwerk. Und da hinten ist das BMW-Treffen. Und das ist auch die Bühne links um die Ecke. Ja, und hier könnt ihr sehen, hier oben. Lenkwerkeingang. Das ist echt ganz schön, entspannte Stimmung. Wie gesagt, Essen, Trinken, alles hier. Nette Leute, viele Autos. Also, eigentlich jedes Jahr findet das statt und kann man gerne mal hier hinkommen und dann sehen wir uns vielleicht. Hier ist jetzt die Bühne, da kann man sich quasi bewerben, oben hinstellen und dann kann man sein Auto präsentieren. So sieht's aus. Oben ist die Bühne. Das Kompressor, den hatte ich auch schon auf meinem Video gehabt. Ja. Von Murat ist das der. Ist der Schalter? Ja, das ist echt mega. Um 14 Uhr geht es nochmal weiter. Dadurch haben wir das Fahrzeug mit der höchsten Leistung hier auf dem Platz. Bisher waren das 743 PS. Das heißt, wir gehen also gleich jenseits von 743 PS nochmal um 14 Uhr. Und um 15 Uhr stellen wir hier dann die Fahrzeuge vor, im Prinzip die Gewinnerfahrzeuge. Hier geht es nicht um Pokale oder so, das sind einfach Fahrzeuge, die wir ausgewählt haben. Das ist zum Beispiel, einmal ist schon sicher eigentlich, der E30, der da hinten steht, 980.000 Kilometer. Die höchste Leistung, wie gesagt, wird gleich vorgestellt. Hier ist, das war der M4, der wäre auf jeden Fall auch um 15 Uhr dabei. Viel Spaß euch, bis gleich. Lass mal klein bitte. Also der Junge hat auf jeden Fall sehr viel Liebe und Zeit reingesteckt. Das Auto wird ja natürlich nicht von heute auf morgen so gebaut. Folgt ihn auf jeden Fall bei Instagram und bei TikTok. Wir bedanken uns hier herzlich bei euch allen, die dazugekommen sind. Es war eine richtig geile Truppe. Dankeschön nochmal am Weg.
ein wunderschönes Auto. Lass mich raten, du heißt André. Ich auch. Hallihallo. Das können wir uns gut merken. Ja, André, ich habe ja gerade schon gesagt, mein erster BMW war auch ein E46 in dunkelblau damals. Wirklich wunderschönes Auto, also das gefällt mir total. Für mich gehört E46, glaube bei Tobi auch, wir sagen immer, das ist eine dieser Baureihen, der ist zeitlos schön, gehört für mich zu den schönsten Baureihen, die BMW je hatte. Mag auch sein, weil es mein erster war, aber ich glaube wirklich, viele teilen das auch. Ich finde einfach, das Auto war damals einfach rundum gelungen. Eisenmann ist gut. Also ich bin von Eisenmann, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich finde, es ist wirklich ein super Hersteller. Seit 2 Stunden, dass er das hier übernimmt. So, nein, komm mal hier rein. So, stell dich mal vor, Ebro. Hi, ich bin der Ebro. Erzähl doch mal was Schönes über dein Kfz. Lass doch mal nach vorne gehen, komm. Ja, das, so ist das hier, ne? Nicht die anderen zwingen und selber nicht reden. Gib mal dein Mikrofon in die Hand und erzähl mal, wie du den überhaupt abgeholt hast. Ja, das sieht doch ganz anders aus, oder nicht? Ja. Nee. Das sieht nicht so gut. Wir sehen das ja in einem Status, ne, was so passiert. Wie viel Satz Reifen du in einem Monat verballerst, wissen wir auch. So Leute, den kennt ihr doch bestimmt. Das ist doch der Wagen von André. Der hat so eine schöne Unterschrift da unten. Da muss man gar nicht erzählen, was da drauf steht. Ja, André ist heute der Moderator mit Tobi zusammen. Die stehen dann immer da. Irgendeiner. Ja, wir sind ganz hier, stehe ich. Da steht mein Bruder. Tobi, hier ist noch ein schöner M6, V10, auch in der schönen Farbe. Jetzt gucken wir noch mal, was wir noch Schönes hier finden. Hier könnt ihr noch mal sehen, als Z3-Fraktion, Coupé Cabrio. Ist auch mal sehr gut vertreten hier, jedes Jahr. Das war der Krawallmacher gerade hier, der M4.
Kirche im Mainz bekannt. Kriegen und da hat man die in meinem Podcast gehört. Aber das ist einfach krank. Sehr geiler Wagen. Alles gut. Einen schönen Alpina. 4,3, 2,7 Meter. BMW in der Farbe. Sieht immer noch mega aus, immer noch zeitlos schön. Klappscheinwerfer vorne. Dann noch ein schöner M5. Also eigentlich ist hier für jeden was dabei. Farbe
hat was, oder? Die Felgengebühne fallen dir doch so gut, oder? Ja. Ja. Aber die Ausrüstung sind so gut. Sind sie? Vielleicht sind sie gar keine Blenden. Ja. Aber sehr geiler Wagen. Ja, ja. Auch von vorne. Ja, sieht schon gut aus. Ja, ist auch geil. Aston Martin DB9. Könnt ihr auch nochmal sagen, was ihr davon haltet. Super selten, finde ich den. I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in a mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Straight to the stage, they love me. Love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping in my city. Well, okay. Shout it, say. Ist ja doch noch welche versteckt hier. Boah. Ja. Ja, was denn? Am E36, hä? Mhm. Früher? Aber Z4 im Coupé sieht auch nochmal so fett aus. Nee, René hat's auch nicht mehr. Z4, den bin ich auch schon gefahren. Schon sehr viel Spaß. Bei dem Wolf kennt ihr ja auch noch. Der ist auch wieder hier angereist. Wir hatten auch schon mal auf unserem Kanal, verlinke ich auch noch oben rechts. Aber was anderes hier.
64-3 jetzt auch holen können. Da. Das ist der von gerade. In der Farbe gesehen. Früher war das Speedgelb oder so, aber das müssen wir mal gucken, wie das heißt. Ist das nicht Phoenixgelb? Nee, das gab es im E46. Das ist ja cool. Definitiv Tiefstand, steht da drauf. Nee, der nicht. Nur ist auch eine Rakina. Ja. San Marino Blau ist immer noch meiner Lieblingsfarben, ey. Ja, ist schon fett. So Leute, jetzt gehen wir mal eine Runde ins Lenkwerk. Man kann jetzt von hier reingehen. Zeige euch mal, was man hier sieht. Sondermodell hier, Bruno Spengler. 290 M3, der M-Farm oben drauf.
so, Leute, schaut nochmal, was du gerade, was mein Bruder gesehen hatte. Ihr kennt das ja, dass wegen dem Schutz eben halt sollte man das ja immer haben, diese Verbreitung bei BMW jetzt immer dran. Aber was hier so komisch ist, dass du hier hast du vorne nur noch eins und dann erstmal gar nicht mehr, sondern nur noch wieder hinten fängt es an. Das sah jetzt ein bisschen ungewohnt aus. Wenn man das so sieht. Ich bin endlich wieder zu Hause und es war wieder ein sehr, sehr geiles Event. Viele liebe Grüße nochmal an alle, die ich da getroffen habe. Und ja, es ist immer so cool, dass man so viele andere Autoverrückte sieht. So BMW vom Z1 war da, M1 war da, aber es war halt der alte Alpinas war noch da. Es waren so schöne gemachte Dreier, E46, E36 waren da. Dann wieder viele M3s, obwohl die ein bisschen versteckt waren. Die V8 hatten sie mich, habt ihr mich gefragt bei Instagram. Ja, Sascha, gibt es denn überhaupt noch V8? Ich so, ja, ein paar haben sich da versteckt. Und sehr schöne Umbauten und wieder sehr geiles Event von Becker Thiemann. Nochmal liebe Grüße an das Autohaus. Also echt cool, dass sie das jedes Jahr immer veranstalten. Und ja, auch liebe Grüße nochmal an André und Tobi für die geile Moderation. Das muss man nochmal sagen, die haben richtig Bock drauf und ja, jeder kann sich dann, wie hatte ich euch ja im Video gezeigt, könnt ihr nach vorne fahren, könnt ihr euer Auto dann präsentieren, vorstellen, eure Umbauten erzählen. Ja, ist einfach sehr cool, dass man so die Möglichkeit hat vor so einem Publikum und ja, man ist auch so stolz drauf, wenn man so ein schönes Auto hat, was so umgebaut worden ist und was nicht jeder hat, da freut man sich immer drüber und wenn man denen diese Freude teilen kann mit diesen Gleichgesinnten, dann ist das so nichts Schöneres, ja. Also wie gesagt, das war ein sehr geiles Event, ich werde nächstes Jahr wieder dabei sein und vielleicht kann man mit Becker Thiemann dann auch noch ein bisschen so, vielleicht so Videos mit neuen Autos machen eben halt. Da habe ich jetzt den Herrn Krämer, liebe Grüße auch nochmal daraus, der hat mir seine Visitenkarte gegeben, der ist Eventmanager von Becker Thiemann und ja, vielleicht kann man da irgendwie was Cooles machen, so Zusammenarbeit mit neuen Autos oder anderen Videos oder so. Lass uns mal überraschen, was das so noch bringt. Auf jeden Fall sehr geiles Event. Liebe Grüße nochmal an alle, die mich gesehen haben. Und wenn wir uns verpasst haben, tut es mir leid, aber ich bin nächstes Mal auf jeden Fall wieder dabei und ich werde euch nochmal auf dem Laufenden halten. Wenn irgendwo in der Nähe wieder so ein Treffen ist, dann kann man sich da mal wiedersehen. Ja, in dem Sinne, sehr geil. Auch nochmal an den geilen M140i, der mich im Tunnel zersägt hat. Nicht nur in der Geschwindigkeit bestimmt und auch von der Lautstärke. Also mein V8 war so leise, ich kam irgendwie, irgendwas dachte ich mir, ist kaputt bei mir. Liebe Grüße gehen nochmal raus. Ich glaube, Max war der Name, oder? Hat Max mich nochmal angeschrieben. Ja, und vielleicht kann man dann den Video, also den M140i mal in einem Video zeigen. Vielleicht habt ihr Bock drauf. Ich gucke mal, ob ich ein Video habe auf Mandy, dann blende ich das nochmal ein, dann könnt ihr es nochmal sehen, um welchen M140i es sich handelt. Jo, und dann habt ihr das jetzt gesehen und lasst einen Daumen nach oben, da würde mich super, super freuen. Und ich werde jetzt hier den M3 noch ein bisschen hegen und pflegen, ein bisschen wieder polieren, weiter polieren, aufbereiten und ja, ist immer noch mein Traumwagen. Liebe Grüße gehen raus, ich wünsche euch was, haut rein. Ciao.